All jene, die nach Parapatta suchen, werden das nicht überleben. Okay, ich bin soweit. Meine Eltern können mich jetzt abholen. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich versprech's. Im Ernst, es gibt keinen Grund, gleich durchzudrehen. Boot ist weg! Boot ist weg! Boot ist weg! Boot ist... Damit wollte ich euch nur demonstrieren, wie gefährlich es ist, im Dschungel durchzudrehen. Du kennst den Dschungel. Er ist ein Teil von dir. Aber Expeditionen sind kein Kinderspiel. Und oft ein Sprung ins Ungewisse. Alles okay, Boots? Wir sind etwas Großem auf der Spur, Dora. Eine verschollene Stadt ganz aus Gold. Parapatta. Und deine Mutter und ich werden sie finden. Mit mir? Tut mir leid, Süße, du kommst nicht mit. Was? In einer Stadt und mit Kindern in deinem Alter zu leben, so wie Diego, wird dir gut tun. Ja, du wirst auf Partys eingeladen, die sich Raves nennen. Die Musik klingt so. Zieh's dir rein! Pass auf dich auf, wollten wir nur sagen. Cousin Diego! Du bist ja viel cooler als früher. Dora, du bist auf der Highschool. Versuch nicht groß aufzufallen. Sei einfach du selbst. Entschuldigung? Sei ganz locker, Dora. Was haben wir denn hier? Von welcher Schule kommst du? Vom Dschungel. Hier sind die Listen für die Rallye. Und jetzt bildet bitte Vierergruppen. Hallo, Dora. Lasst mich los! Versteckt euch! Du wirst uns helfen, deine Eltern zu finden. Und die goldene Stadt. Wo sind wir? Ich sehe überall nur Dschungel. Da sind drei Männer. Sie sind alle bewaffnet. Oh, toll. Dora hat beim Klassenausflug ein Messer dabei. Kommt mit, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Ich arbeite mit deinen Eltern zusammen. Ihr seid alle in Gefahr. Wir werden hier draußen alle sterben. Es gibt keinen Grund, gleich durchzudrehen. Macht es weg! Macht es weg! Boots! War ja klar, dass ihr den Affen kennt. Los, jetzt oder nie, Leute! Ich muss weitersuchen, egal was passiert. Das ist der absolute Hammer. Ich glaube, wir sind hier sicher. Doch nicht sicher! Doch nicht sicher! Doch nicht sicher!